Du möchtest wissen, wie du als Handwerker oder Fachhändler die Bindung deiner Kunden zu deinem Unternehmen erhöhen kannst, dann bleib auf jeden Fall bei dem Video dran. Lass uns schon mal Like und Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute über das Thema Kundenbindung. Ja? Ein Thema, was eigentlich überall mal fallen gelassen wird, aber jetzt aus meiner Erfahrung, die wenigsten Unternehmen, die leben das so wirklich. Wir haben hier auf dem Kanal schon einige Male diskutiert, warum das Thema so wichtig ist. Ja, es geht nicht nur darum, ein tolles Unternehmen zu sein, es geht auch nicht nur darum, nur zufriedene Kunden zu haben. Es geht, wenn du es ganz pragmatisch haben möchtest, darum, Zahlungsmoral zu erhöhen, Weiterempfehlungsquote zu erhöhen, anders gesprochen einfach auch mehr Geld zu verdienen. Und deswegen ist es wichtig, sich darum wirklich zu kümmern, weil ich sehe das immer wieder bei unseren Partnern. Das ist einfach ein extrem riesiger Hebel. So, man kann natürlich mit besseren, guten Anfragen, kann man nochmal 10-20% überall rausholen. Man kann aber wirklich mit einer guten Kundenbetreuung, mit einer guten Kundenbindung nochmal irgendwie das Doppelte rausholen. Also locker, da haben wir schon auf jeden Fall Beispiele für gehabt. Und deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen drauf eingehen. Ich will jetzt heute oder in diesem Video gar nicht so explizit darauf eingehen, was man für Techniken konkret macht, um jetzt einen Kunden an sich zu binden. Ich denke, das ist die meisten Sachen geläufig. Man kann natürlich anrufen, man kann Postkarten verschicken etc. pp. Mir geht es vor allem darum, wie kann ich eine effektive Kundenbetreuung vorbereiten oder eine effektive Kundenbindung vorbereiten, weil das Ganze passiert ja nach wie vor im Erstkontakt beziehungsweise wenn der Interessent das erste Mal Kunde bei dir wird. Viele machen immer den Fehler und sammeln nur Informationen ja, zu dem aktuellen Vorhaben, zu dem aktuellen Projekt. Macht ja auch Sinn, darum soll es ja in dem Fall denn auch gehen, wenn ich einen Terrassendach verkaufe, dann muss ich den Kunden auch zu seinem Terrassendach befragen. Aber ich habe das von einigen Partnern von uns schon gehört, dass in diesen Gesprächen, also in dieser Anbahnung von dem ersten Produkt, werden schon Informationen zusammengesammelt, die darauf abzielen, später eine gute Kundenbindung zu haben. Was meine ich konkret damit? Einfaches Beispiel, der Monteur ist auf der Baustelle, baut sein Terrassendach da an. Jemand, der ein Terrassendach hat, hat in den meisten Fällen auch ein Eigenheim. So geht ja eigentlich fast nicht anders. So, und dann wird einfach mal geguckt, okay, wie sieht's denn aus mit den Fenstern? Sind die noch neu? Da kann man ja auch aktiv nachfragen. Sind da vielleicht noch Löcher in den Wänden, weil es ein Neubau ist? Gibt's da schon jemanden, der die Fenster macht? Mit allen anderen Themen geht das genauso. Türen, sind die undicht, sind die alt? Gibt's da vielleicht sogar irgendwelche Sicherheitsrisiken, die man mal ansprechen könnte? Also da geht's wirklich schon mal drum zu gucken, okay, wo kann ich den Kunden jetzt wirklich in Zukunft bei helfen? So, und da geht's dann auch darum, irgendwelche Informationen vielleicht über den Kunden selber zu sammeln. Was ist denn, da muss man jetzt nicht aktiv nachfragen, aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist in so einem Gespräch, dann kriegt man ja viele Sachen schon mit. Was ist denn überhaupt das Ziel von diesem Kunden da? Ganz banales Beispiel habe ich aber so schon mal gehört von einem Kunden, der hatte sich irgendwann mal notiert und das ist ja dann auch ersichtlich, dass die Frau schwanger war, das heißt, da ist Nachwuchs quasi im Kommen. Auch das kann später irgendwann nochmal ein Thema sein, wenn es darum geht, den Kunden besser an sich zu binden. Einfaches Beispiel, man ruft 6 Monate später wieder an, sagt, hey, Terrassendach steht ja jetzt, ist das alles noch dicht, läuft das alles, ist da irgendwas kaputt gegangen, ach ja, wie geht's denn dem Kind, hat alles funktioniert. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie persönlich man jetzt mit dem Kunden ist, ist denke ich klar, aber solche Informationen würde ich dir sehr, sehr empfehlen, einfach mal mitzunehmen. Jeder da draußen, auch wenn du das Video siehst, hat ja irgendeinen Ort, wo er Kundeninformationen verwaltet. Ob das jetzt ein CRM-System ist oder vielleicht bei manchen anderen noch eine Excel-Tabelle. Irgendwo hast du mit Sicherheit die Möglichkeit, Informationen zu einem Kunden zu verwalten. Und da würde ich solche Informationen mit anbringen. So, habe ich auch schon gehört, ein Beispiel von einem Partner, da hatte ihm der Kunde gesagt, dass er jetzt gerade dabei ist, sein Auto zu verkaufen. So, war einfach, glaube ich, so eine Geschichte, die aus dem Smalltalk entstanden ist. Aber auch da kannst du natürlich für dich schon mal irgendwie zumindest im Hintertürchen haben, okay, meinetwegen in 3 Monaten hat der Kunde vielleicht wieder Geld. Und wenn er dann wieder davon gesprochen hat, hey, er möchte neue Fenster haben, sind das 2 Sachen, die man zusammenbringen kann. Also mir geht es hier vor allem darum, dass du in der Anbahnung von dem Erstprodukt dich natürlich darauf konzentrierst, dieses Erstprodukt auch zu verkaufen, aber einfach schon mal Informationen sammelst über den Kunden, die darüber hinausgehen, hier einfach nur schnell eine Kaufabwicklung irgendwie über den Tisch zu kriegen. Sondern du kannst da wirklich viel, viel mehr rausholen und das dann später eben auch in deiner Kundenbindung unterbringen. Kann man jetzt noch wesentlich, wesentlich weiter ausschlachten, aber der Kollege hat da noch ein paar weiterführende Themen zu. Kleiner Zusatz dazu noch. Also generell ist es leichter oder die Kundenzufriedenheit steigt oder die Bindung steigt einfach, wenn man irgendwo auf einer emotionalen Ebene verbunden ist. Die Gespräche danach sind meistens einfacher, lockerer, entspannter und du bleibst bei dem Kunden letztendlich immer positiv in Erinnerung durch eine Aktion von dir. Gut, ich habe nochmal das Thema aufgenommen, was ja die ganz, ganz großen Firmen dieser Welt schaffen, ist ja irgendwie die Kunden oder deren Kunden nicht nur als Kunden zu sehen, sondern die in Fans umzuwandeln. Wie meine ich das? Ganz, ganz große Big Player, Apple
und so weiter, die schaffen es, dass die Leute nicht nur ihre Produkte kaufen, sondern wirklich auch fasziniert sind von ihrem Produkt oder von dieser Firma, ja, Philosophie. Und das meine ich. Letztendlich kannst du jeden deiner Kunden so sehen, dass du ihm ein Produkt verkaufst und es ist vorbei. Aber was ist, wenn du schaffst, eine Philosophie in deinem Unternehmen vorzuleben, die du auch dem Kunden letztendlich verkaufen kannst oder mit auf den Weg geben kannst, ja, dass er so überzeugt ist von dir als Person, als Unternehmer, als Unternehmen, dass er auch immer weiter positiv von dir spricht. Das ist letztendlich die Königsklasse, würde ich sagen, dass man da wirklich am Ende nicht nur einen Kaufabschluss hat, sondern einen neuen Fan oder einen Unterstützer für seine Produkte und ihn vielleicht auch sozusagen für sein Marketing nutzt. Ganz, ganz großer Use Case, den wir teilweise machen, wenn wir wirklich sehr, sehr erfolgreiche Kunden haben, dass wir da vielleicht vor Ort einen Besuch abstatten, ein Testimonial drehen. Was ist ein Testimonial? Sowas, eine Kamera und so wie wir beide setzen uns davor und erzählen einfach von diesem, ja, von diesem Erlebnis, von der Erstberatung bis zum Kaufabschluss und vielleicht auch danach, wie zufrieden war er und so weiter. Und wenn du das alles von einem deiner Kunden gehört bekommst und das für dein Marketing irgendwie ausnutzt, dann hast du quasi den größten Trust, also das größte Vertrauen in deiner Umgebung gewonnen, weil das einfach quasi dein Kunde ist, der für dich dein Produkt verkauft. Das wollte ich nochmal ergänzen. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir dann das Video auch an der Stelle. Nimm das Thema auf jeden Fall mit. Wie gesagt, wir haben auch andere Videos auf diesem Kanal. Schau dir die dazu auf jeden Fall auch an. Das Thema Kundenbindung ist eine Sache, da könnte man auch Tage von Videos abdrehen, weil es wirklich in vielen Unternehmen einer der größeren Hebel ist, die man umsatztechnisch auch ziehen kann. Nimm es auf jeden Fall ernst. Wenn du dazu mehr Informationen brauchst, du kannst ja jederzeit bei uns ein Erstgespräch buchen. Das sind auch Themen, die wir mit unseren Partnern durchgehen. Da geht es nicht immer nur komplett um das Thema Anfragengenerierung, sondern wir haben auch Möglichkeiten, über andere Sachen zu sprechen. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann danke ich dir für das Zuschauen.